Also wenn ich daran denke, dass es übermorgen schon nach Japan geht, dann freue ich mich vor allen Dingen. Dann bin ich auch stolz, weil es meine ersten Olympischen Spiele sind und ja, bin einfach neugierig, was da auf mich zukommt. Also ich fahre in Tokio den K2 500 zusammen mit Caro Arft und wir sind noch nie zusammengefahren. Deshalb ist unser Ziel ein bisschen schwer zu sagen, ob wir das erreichen können oder nicht, aber wir haben uns als Ziel gesteckt, ins Finale zu fahren. Das ist ein hohes Ziel, vor allen Dingen ist es schwer einzuschätzen, weil jetzt immer zwei Boote einer Nation an den Start gehen können und wir nicht wissen, welche Länder da auch wirklich zwei Boote stellen werden. Und wir sind auch international noch nicht zusammen irgendwo gestartet, aber wir sind ganz gut unterwegs und peilen das Finale an. Also, um das Ziel Finale zu erreichen, haben wir keine Strategie, die man jetzt Strategie nennen könnte. Wir machen das, was wir immer machen. Wir versuchen so schnell vom Start zum Ziel zu kommen, wie es irgendwie geht. Wir probieren bei uns zu bleiben, uns von den anderen nicht verrückt machen zu lassen. Nur weil es jetzt Olympia ist, bleibt es halt trotzdem ein Wettkampf, wo es darum geht, sein Bestes zu zeigen und alles andere können wir nicht beeinflussen. Deswegen fokussieren wir uns auf uns und wollen ein bisschen Spaß haben und ja, einfach alles geben und im Ziel sagen, mehr war nicht drin. So, Caro Arft, meine Zweierpartnerin, ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig und ich bin mir sicher, wenn es zum Wettkampf kommt, dann gibt sie alles. Da kann ich mich hundertprozentig auf sie verlassen. Sie ist auch sehr, sehr, sehr gut am Start. Also da reißt sie mich einfach mit und hat das auch gut im Griff mit der Frequenz. Und da profitieren wir als Team auf jeden Fall von. Und weil ich manchmal ein bisschen langsamer bin am Start als sie auf jeden Fall. Und wir haben auch immer viel Spaß zusammen. Das ist vielleicht auch wichtig, um die nötige Lockerheit behalten zu können. Ja.